warum das Urheberrecht und die Creative Commons Lizenzen in Bezug auf Jugendbeteiligung wichtig sind. Im Jugendhaus, in dem Linda arbeitet, soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Dafür sammelt sie von den Jugendlichen Skizzen zum Thema »Wir haben was zu sagen«. In einem Workshop sollen die Vorschläge vorgestellt werden und anschließend soll darüber entschieden werden, wie genau der Eingangsbereich gestaltet werden soll. Jana kommt gerne ins Jugendhaus und möchte den Eingangsbereich mitgestalten. Also entschließt sie sich, beim Workshop mitzumachen und reicht eine Skizze ein. Auf was muss Linda jetzt achten? Aus dem § 7 im Urheberrechtsgesetz geht hervor, dass der Schöpfer des Werkes der Urheber ist. Damit ist Jana Urheberin ihrer Skizze. Nach § 2 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz können Werke im Sinne des Gesetzes nur persönliche Schöpfungen sein. Nur Jana kann also die Urheberin der Skizze sein, keine andere Person, wie zum Beispiel ihre Eltern, und keine Institutionen, wie zum Beispiel das Jugendhaus. Als Urheberin des Werkes hat Jana verschiedene Rechte. Jana alleine hat das Recht, diese Skizze zu veröffentlichen, sie zum Beispiel über soziale Medien zu verschicken oder im Jugendhaus auszustellen. Möchte Linda das Werk von Jana und den anderen Teilnehmenden in irgendeiner Weise veröffentlichen, vervielfältigen, verbreiten oder abfotografieren, also in irgendeiner Form nutzen, dürfte sie das nicht, sondern müsste jede Urheberin und jeden Urheber der Werke bitten, das selbst zu tun. Linda möchte aber die Skizzen abfotografieren und diese Fotos auf die Homepages des Jugendhauses laden. Außerdem möchte sie die Werke ausstellen, damit die Besuchenden des Jugendhauses diese auch vor Ort sehen können und ihre Meinungen dazu in ihren Gruppenchats posten können. Bisher darf Linda das alles noch nicht. Sie darf diese Werke erst nutzen, wenn Jana und die anderen UrheberInnen der verschiedenen Entwürfe Linda die Nutzung des Werkes ausdrücklich, also in Form von Lizenzen, erlauben würden. Mit einer Lizenz bleibt Jana Urheberin ihrer Skizze, gibt aber Linda das Recht, ihr Werk zu nutzen. Creative Commons bieten dabei eine Möglichkeit, anderen auf einfache Weise die Nutzung des Werks zu erlauben. Creative Commons ist eine US-amerikanische gemeinnützige Organisation, die 2001 mit dem Ziel gegründet wurde, die Nutzung von Werken durch allgemein bekannte Lizenzformen zu erleichtern. Die sogenannten CC-Lizenzbestimmungen zeigen demgegenüber, unter welchen Bedingungen UrheberInnen wie Jana ihre Skizze freigeben. CC-Lizenzen sind sogenannte Jedermann-Lizenzen und können von jedem und jeder Urheberin verwendet werden und gelten für jeden und jede Nutzerin, somit auch für Linda. Wenn Jana also eine CC-Lizenz bzw. die dafür vorgesehene Abkürzung für diese Lizenz unter ihre Skizze setzt, kann jede und jeder diese Skizze unter den angegebenen Bedingungen nutzen. Die CC-Lizenz wird als Abkürzung unter das betreffende Werk gesetzt. Man unterscheidet zwischen 6 CC-Lizenzen, die jeweils verschiedene Bedingungen beinhalten, wie das Werk genutzt werden darf. Kommen wir nun zu den verschiedenen CC-Lizenzen, deren Abkürzungen und deren Bedeutung für die Nutzung. CC BY steht für Namensnennung, das heißt, das Werk kann genutzt, vervielfältigt und auch für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Jana muss dabei als Urheberin genannt werden. Die zweite Lizenzbestimmung ist unter dem Kürzel CC BY SA bekannt. Sie weist Linda darauf hin, dass sie Janas Werk nur unter der gleichen oder einer vergleichbaren Lizenzbestimmung weitergeben darf und dabei Jana als Urheberin nennen muss. Übrigens sind die beiden Lizenzen CC BY und CC BY SA die einzigen, die eine Weiterverarbeitung der Werke erlauben und deshalb als Unterrichtsmaterialien genutzt werden dürfen. Mehr Informationen zu offenen Bildungsmaterialien sind hier zu finden. Zurück zu den CC-Lizenzen. CC BY ND ist der dritte Lizenztyp, den Creative Commons zur Verfügung stellt. Dieser Lizenztyp gestattet keine Bearbeitung. Das heißt, Linda darf keine Veränderungen an Janas Skizze vornehmen. Die drei bisher genannten Lizenzen gibt es alle noch ergänzt um das sogenannte NC-Modul, das für die nicht kommerzielle Nutzung steht. Durch die Ergänzung NC gibt es also insgesamt 6 unterschiedliche Lizenztypen, die Jana zur Verfügung stehen. Übrigens,
Entscheidet sich Jana dafür, die kommerzielle Nutzung nicht zu erlauben, bedeutet das, dass andere mit ihrer Skizze kein Geld verdienen dürfen. Das ist aber vor allem für Werke, die geteilt und bekannt gemacht werden sollen, eher hinderlich. So könnte niemand Janas Werk auf einem Blog veröffentlichen, der durch Werbung finanziert wird. Es lohnt sich also, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, welche Lizenzform passend für das Werk ist. Hier noch einmal die Möglichkeit, die Lizenzen und was sie bedeuten anzuklicken und nachzulesen. CC-Lizenzen bieten den UrheberInnen eine einfache und rechtlich sichere Möglichkeit, anderen das Nutzungsrecht einzuräumen. Haben Werke keine Lizenz, so kann sie niemand anderes außer dem Urheber oder der Urheberin nutzen, ohne dabei eine Urheberrechtsverletzung einzugehen. Jana kann also durch CC-Lizenzen anderen die Nutzung ihrer Skizze erlauben. Möchte man, wie Linda, andere Werke nutzen, bieten CC-Lizenzen den NutzerInnen die Möglichkeit, auf einen Blick erfassen zu können, unter welchen Bedingungen sie diese verwenden dürfen. Vor allem in Jugendbeteiligungsprozessen ist es wichtig, gemeinsam mit den Jugendlichen zu erarbeiten, dass sie als Urheber Rechte haben und die Nutzung ihrer Werke selbst bestimmen können. Welche CC-Lizenz für ihr Werk passend ist, sollte gemeinsam mit ihnen erarbeitet werden. Dabei gilt, es ist meistens sinnvoll, die Lizenz mit so wenig wie möglich Nutzungseinschränkungen zu gestalten. Oft werden die Lizenzen mit NC-Modul gewählt, um das Werk davor zu schützen, von anderen genutzt zu werden, um Geld damit zu verdienen. Durch diese Einschränkung kann das Werk zum Beispiel auch nicht auf Blogs, die durch Werbung finanziert werden, gestellt werden. UrheberInnen wie Jana können deshalb nicht immer die Personen erreichen, die sie ursprünglich erreichen wollten. Auch das SA-Modul ist eine Einschränkung, weil sie eine Lizenzform mit bestimmten Bedingungen vorgibt, die eventuell nicht überall akzeptiert ist. Wenn sich Jana und die anderen Jugendlichen für eine Lizenz entschieden haben, bleibt die Frage, wie wird eine Lizenz korrekt angegeben? Mehr dazu erfahrt ihr in unserem nächsten Video.